weitaus. Ihr habt geläutet? Jael Kalles? Okay, du benutzt mal kurz Furchtbann. So, Giftverlangsamen hast du leider noch keins drin. Also müssen wir das Gegengift benutzen. So. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Für euch tue ich alles. Ach, Kegan hat diesmal den Säurepfeil abgekriegt. Okay. Ja. So, und diesmal sehen wir auch die blöde Falle. So, die brauchen wir nicht. Eispfeile zu ihr. Tränke zu ihm. Schmuck. Das war die Rube, die nichts taugte. Was macht das eigentlich nochmal? Zauberstoß. Wenn dieser Zauber gegen ein Ziel eingesetzt wird, bannt es jeden Zauber des fünften oder des niedrigen Grades. Die betroffenen Zauber sind geringere Zauberabwehr, kleine Kugel der Unverwundbarkeit, Immunität gegen Zauber, geringe Zauber zurückwerfen, Magiewiderstand schützt nicht gegen diesen Zauber. Mhm. Das macht den Zauber eigentlich ganz wichtig. Ich weiß gerade gar nicht. Das ist auch ein Dreier-Zauber. Steinhaut hätten wir auch schon, okay. Wie kann ich helfen? So, und ansonsten liegt nichts mehr Vernünftiges rum. Die Gepäcke werden voll. Ja, wir müssen gucken, dass wir die ganzen Edelsteine verkaufen. Und auch so... Ich fühle mich so, wenn das ein Mensch ist. So. Worum geht es, wie ihr wünscht? Jetzt reden wir mal erst mit ihm. Schwierige Zeiten stehen uns bevor. Die Zeit ist also gekommen, ja? Zeit für was? Erklärt euch. Meine Ermordung, was sonst? Ihr gehört aber gar nicht zu ihm, oder? Nein, das würde ich seinen ranzigen Atem an euch riesigen. Ihr habt recht, wir gehören nicht zur Tatzok. Was ist hier los? Nun, das Problem hier ist, dass der ganze Ort durch und durch schlecht ist. Das sind keine gewöhnlichen Räuber. Sie sind halb schwarze Krallen und halb kalte Hand. Eine halbmännliche Bande, hauptsächlich Hobgoblins, deren Anführer der dieser unheimliche Erdin nur Crush ist. Anderswo sieht es nicht besser aus. Nehmt doch nur den Priester Malahi, der ausgesendet wurde, die Biene von Naschke zu vergiften. Er hat sich selbst als Koboldgott eingeführt und Legionen von hirnlosen, bellenden Dummköpfen glaubten ihm und waren bereit, ihm bis in den Tod zu dienen. Malahi ist tot. Ich weiß, dass er für Tatzok arbeitete. Die Frage ist, für wen arbeitet Tatzok? Das ist die große Frage, nicht wahr? Crush und Taugos Kosan, der Anführer des Schwarzen Krallen, glaubten beide, dass er unter dem Befehl der Zentarim steht. Tatzok unternimmt auch nicht gerade viel, um sie von diesem Verdacht abzubringen. Doch die Schwarzen Krallen und die kalte Hand sind Räuberbanden, versteht ihr? Sie bereisen die Handelsstraßen und meiden die Städte. Und genau da liegt der Fehler. Ich stamme aus Baldur's Tor und kann euch mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Zentarim da nicht dahinter stecken. Wie könnt ihr da so sicher sein? Ich trage nicht nur Schuhe mit weichen Sohlen, um keinen Lärm zu machen, sondern auch, um festzustellen, wie ich auf die Füße trete. Ich habe mich nicht mit den Zentarim angelegt. Ich habe mir meine Feinde ausgesucht und nur gegen eine einzige Gruppe gekämpft, den Eisenthron. Und nun sitze ich doch tatsächlich als Tatzoks persönlicher Gefangener hier. Der Eisenthron, wo finde ich den?
Tatsok hat im Mantelwald in letzter Zeit regelmäßige Besuche abgestattet. An eurer Stelle würde ich da anfangen. In dieser Truhe sind auch ein oder zwei Dokumente, die einen Blick lohnen. Und tretet den Leuten auf die Füße, in Ordnung? Ihr könnt ihnen sagen, dass Indrasai euch schickt. Ja. Das ist zu klein, um es zu lesen. Der verborgene Stützpunkt im Mantelwald da. Hier sieht es immer schwärzer aus, schwärzer als ich es je für möglich hielt. In Tatsoks Zelt begegne ich einem Gefangenen, Indrasai. Wenn er die Wahrheit sagt, und ich gehe davon aus, dass die Dokumente in Tatsoks Truhe, von denen er sprach, etwas beweisen, sind die Räuber nur Marionetten einer mächtigen Gruppe, die passenderweise der Eisenthron genannt wird. Tatsok bekommt seinen Befehl vom Hauptquartier dieser Gruppe im Mantelwald und ich bezweifle nicht, dass das der Ort ist, an den ich als nächstes reisen muss, wenn ich die nächste Schicht dieses Geheimnisses aufdecken will. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. Es verfolgt mich, geht mir nicht aus dem Sinn. Was es aber sein könnte, keine Ahnung. Mhm. Ja. Und tschüss, du Typ. Ja, ihr braucht nur zu fragen. So, hier sind ein paar Handschuhe, ein paar andere Sachen. Oh, das ist Aganasas Flamme. Schrecken. Handschuhe, die wir so nicht identifizieren können. Vermächtnis der Meister. Diese Handschuhe waren besonders bei jungen Kriegern sehr beliebt und gehörten einst der Königsfamilie von Treskel. Von dieser Handschuhe wurde ein Teil der legendären Fähigkeit des Prinzen übertragen. Und sie verliehen dem Träger die Fähigkeit zum Umgang mit allen Arten von Waffen. Jedoch fanden die meisten ihren früheren Besitz ein blutiges Ende. Die Handschuhe versehen ihren Träger zwar mit den aus Erfahrung gewonnenen Fähigkeiten, jedoch nicht mit der daraus gewonnenen Weisheit. Okay, ja, stimmt. Du hast schon Geschicklichkeitshandschuhe. Das würde den ETW um eins reduzieren und den Schaden erhöhen, was schon mal gut ist. Wie kann ich helfen? Was wir immer noch nicht haben, ist eine gute Axt. Wie ihr wünscht. So, Brief und Brief. Molahe und Tazuk haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss, jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Doch ihr wisst nicht warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter und der unheilverkündende Mantelwald ist euer nächstes Ziel. Tja, willkommen im vierten Akt. Ja, Kevan und Datsor konnten wir nicht abschließen. Gurkis Umhang ist noch offen und Dorns Rache. Feuerweinbrücke, Räuberprämie. Gut. Soweit so gut. Lesen wir mal die Briefe. Tatsorg, ich hoffe, die Dinge verlaufen ganz nach eurem Wunsch. Ich schreibe euch, um die Anweisungen von unserem Vorgesetzten weiterzuleiten. Mir wurde gesagt, dass es jemanden gibt, der dem Eisenthron in Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte. Ihr sollt dafür sorgen, dass dieser jemand keine Möglichkeit erhält, euer Unterfangen zu vereiteln. Sicher deutet die Dienste des Mörders Nimbul. Ihr werdet es nicht bereuen. Da Veron. So, Notiz kopiert. Tatsache, ich habe festgestellt, dass sich eure Eisenlieferungen in letzter Zeit verzögern. Wir benötigen dringend eine Ladung Eisenerz. Verstärkt eure Überfälle und liefert innerhalb der nächsten Woche an unseren Stützpunkt im Mantelwald. Bevor wir unser Ultimatum stellen, müssen wir einen möglichst großen Vorrat an Eisenerz anlegen. Außerdem möchte Sarivok wissen, was mit dieser Person geschehen ist. Wurde sie getötet?
Ihr redet gut daran, sicher zu sein, dass dies geschehen ist, denn Sarivok würde sich nur ungern gegenteilige Nachrichten hören. Würde sicher nur ungern gegenteilige Nachrichten hören. Da wären. So, ist jetzt gerade die Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Haben wir Nimble schon getötet? Das ist das Autogramm. Das war ein Transig. Und das sind die neuen beiden, ja. Den kann sie nicht lernen. Den auch nicht, aber den kann sie lernen. Gucken wir mal kurz in unser Tagebuch. Ja, da war der Unterhaltungskünstler, Tatsuk und die Räuber, Transig. Das war der Brief an Krill. Branwens Rettung. Nimbol, ah. Nimbol, das Geld, das ihr von Transi gehalten habt, sollte euer übliches Honorar entsprechen. Euer Auftrag ist schwierig, aber ich bin sicher, dass ihr der Aufgabe gewachsen sein werdet. In den nächsten Tagen soll eine bestimmte Person namens Benuir durch Naschke kommen. Ihr habt die Aufgabe, diese Person zu töten, aber ich warne euch. Benuir sieht vielleicht harmlos aus, ist aber sehr gefährlich. Weil hier irgendwo stand ja, er sollte sich Nimbul sichern. Ja, sichert euch die Dienste des Mörders Nimbul, ihr werdet es nicht bereuen. Genau. So. Hier war noch ein Trank drin. Hier ist noch Geld. So. Neuer Tagebucheintrag Mantelwald. Mulay und Tatsok haben sich als bloße Marionetten. Ach ja, das ist das, der Text aus dem Start vom neuesten Akt. So. Okay, das hat nicht geklappt. Also laden wir nochmal. Wieder nicht geklappt. Diesmal hat es geklappt. Wie kann ich helfen? Das hat auch alles geklappt. Gut. Das heißt, jetzt erkunden wir die letzten Ecken des Räuberlagers. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also eigentlich nur den Weg zur Straße hoch. Wie ihr wünscht. Dann geht's erstmal nach Berigos zurück. Weil mit den Räubern haben wir jetzt endgültig aufgeräumt. Können wir uns von Vai noch einen Finderlohn holen. Also erstmal zum freundlichen Arm. Ne, erst nach Berigost. Wie ihr wünscht.
Muss das immer so laut sein, ey? Okay. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Also erstmal. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen.